Hallo zusammen. Hallo. Was machen wir heute? Heute ist Teil 10. Von was? Neues aus der Werkstatt. Oh, ja. Neues aus der Werkstatt. Ja. Und heute Neues aus der Werkstatt. Dachte, ich wusste das. Das ist ein Honk. Ja, 10. Teil und heute mal wieder AG Erventil. AG Erventil, ja. Das ist doch so ein bekanntes Thema, ne? Ja, die Dinger verkucken, die Dinger gehen andauernd kaputt. Und gerade bei den Fahrzeugen, die nach dem Abgasskandal also auch noch speziell, umgerüstet wurden. Speziell auf VW-Basis. Software-Update etc. Genau, die haben eine höhere AGR-Rate, das heißt, die werden noch öfters angesteuert. Die gehen noch schneller kaputt. Und hier haben wir so einen VW. Man kann es gar nicht sehen. Bei dem letzten Mal, als wir das mit dem AGR-Ventil gemacht haben, haben wir das mit unserem Produzenten. Das war doch dem Lars sein Auto, ne? Wo das so schnell rausging, war schön oben drauf montiert, konnte man super ran. Schnell jetzt nicht, aber man kam gut dran. Ich habe viel kloppen müssen. Könnt ihr euch auch hier angucken? Läuft da ein Video darüber? Könnt ihr euch anschauen? War ein bisschen drückig rausgegangen, aber man konnte gut dran. Vollkommen richtig. Lars, der steht nämlich hinter der Kamera. Hinter der Kamera. So. Wie viele Kilometer? Oh, man schickt den weg. Schickt den schnell wieder weg. 3000 Kilometer. Super. Ohne Probleme. Ja. Okay, also wir haben sauber gemacht. Was sollte ein Versuch werden? Ne? Wie lange hält das Ding? Geht das überhaupt mit Reinigen? Und 3000 Kilometer? Wenn es elektrisch nicht kaputt ist, ist das gar kein Problem. Ist das schon mal cool. So, und hier können wir mal gucken. Das ist der Extremfall. Wo ist das AGR-Ventil? Ja. Ist das das AGR-Ventil? Nö, das ist die Hochdruckpumpe. Ist das das AGR-Ventil? Nö. Das so, soll ich mal zeigen, wo es ist, Holger? Da. Da. Was ist das überhaupt für ein Auto? Im Motor. Das ist ein VW Caddy. Caddy, ja. Oh. Ist es ein, was für ein Motor hat der drin? Ein Diesel. Ja, auf jeden Fall ein Commonwealth Einspritz. Ich weiß nicht, ich glaube, es wird ein 2 Liter sein. Hier hinten, hinter dem Rußpartikelfilter, dahinter da unten drin sitzt das AGR-Ventil. Da, in dieser Ecke. Da sitzt das AGR-Ventil mit AGR-Kühler. Genau. Wir haben das vorhin ausgebaut, das AGR-Ventil. Ich habe das hier vorne liegen. Und was dafür alles notwendig ist, um das Ding auszubauen, habe ich vorhin mal mit Video aufgenommen. Könnt ihr euch jetzt mal angucken. So, der komplette Auspuff ist raus. Komplett mit der ganzen Sensorik, mit dem Abgasdrucksensor, ganze Verkleidung an der Seite, die Antriebswelle muss raus, ganzen Halter. So, und da oben ist noch das alte AGR-Ventil drin. Da oben, hier die ganze Achse ist los. Hier in der Seite kann man die Antriebswelle sehen, wie sie komplett raus ist. Da im Hintergrund, na, mal gucken, vielleicht kann ich noch besser dran. Da sieht man die komplette Antriebswelle, wie sie raus ist. Da ist nochmal das AGR-Ventil. Und hier die komplette Achse demontiert. So, hier ist das Teil. Und es war so viel Arbeit, was ihr gerade gesehen habt, um das Ding aus da und Einbau, das ist unfassbar. Jetzt haben wir folgendes Problem. Der Kunde wollte mit dem Wagen oder will mit dem Wagen morgen, nee, nächste Woche, egal, auf jeden Fall in Urlaub fahren. Er will in Urlaub fahren und zwar zügig. Und jetzt haben wir versucht, ein neues Teil zu bekommen und kriegen keins, weil nach unserer Information nach 50.000 im Rückstand. Genau, das heißt, wie kommt das wohl? Es gibt die Dinger nur im Zubehör. Wir bauen aber so etwas, also so ein AGR-Ventil, nicht aus dem Zubehör ein. Das Risiko ist einfach viel zu groß. Stell dir mal vor, 5 Stunden Aus- und Einbau. Wir bauen ein Teil aus dem Zubehör ein. Und wir müssen dafür gerade stehen. Wenn das Ding kaputt geht, dürfen wir es auf unsere Kosten wieder ein- und ausbauen. Genau, da gibt es eine Gewährleistung drauf. Und sagen wir, bauen es ein und es funktioniert nicht richtig. Irgendein Sensor oder sowas funktioniert nicht richtig. Also schön, wenn der Kompressor ausgeht. Ja, ein bisschen angenehm. Ruhiger hier, ne? Aber das dann und das Ding funktioniert nicht mehr, bauen wir wieder auf unsere Kappe 5 Stunden außen ein. Deswegen verbauen wir das nur original. So, Ausnahme ist jetzt bei diesem Teil hier. Der Kunde hat das angeliefert. Das machen wir ja normalerweise nicht. Aber jetzt bauen wir ein. Der Kunde ist in einer Notlage. Der möchte gerne in den Urlaub fahren. Also haben wir gesagt, okay, machen wir das. Wir probieren es aus und gucken, wie lange das Ding hält. Wir haben jetzt auf jeden Fall eins aus dem Zubehör eingebaut. Das ist ja hier das Originale. Wir haben jetzt eins aus dem Zubehör eingebaut. Schauen wir mal, wie lange es hält. Wie teuer ist das? Das Ding kostet genau das gleiche. Es kostet der gleiche Preis. Also ist nichts preiswerter. Das Ding liegt so um die 350 bis 360 Euro. Das sind ein paar Euro Unterschied. Aber ich glaube, das Original ist sogar noch was preiswerter. Das Thema ist ja auch, je nachdem, wahrscheinlich wird irgendeiner dieses Ding fertigen. Ne? Ja. Liefert es an VW oder liefert es an Zubehör. Ja. Wir kriegen es aber aus dem Zubehör und können nachher bei einer Gewährleistung nicht rausfinden, wo kommt das Teil her. Bei unserem Händler können wir natürlich rausfinden, wo es herkommt und sagen, hier, du hast uns kaputtes Teil geliefert.
nehme es wieder zurück, aber irgendwo aus dem Zubehör. Keine Ahnung. Selbst angeliefert vom Kunden, ne? Ja, das ist sowieso immer schwierig, wenn wir selbst anliefern. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier eine Ausnahme gemacht, machen wir normal nicht. Und wir werden auf jeden Fall berichten, wie lange das Ding hält und ob es überhaupt gehalten hat. Also wollt ihr jetzt in Urlaub, wir werden sehen, wenn er irgendwo liegen bleibt. Dann haben wir ja hier dieses AGR-Ventil, hat eine pneumatische Ansteuerung, hier oben über die Druckdose, eine elektrische Ansteuerung. Kann man hier sehen, hier ist ein Anschlussstecker für Elektro. Hier ist, anders als bei dem Audi vom Lars, ne, hier ist ein AGR-Kühler drin. Wofür ist der überhaupt da? Erklären wir euch gleich. Aber vor allen Dingen, nehmen wir das Ding jetzt mal komplett auseinander. Komplett. Ja, kaputt und ist es mal, ja schon. Was ist hier überhaupt passiert? Warum? Warum ist festhängt? Klar, es verrußt. Aber was passiert da innen drin genau? Haben wir auch noch nicht gesehen? Gucken wir mal. Machen wir jetzt mal. Bin ich sehr gespannt. Komm. Ich suche gerade ein passendes Werkzeug hier. Das hier. Abgasrückführung AGR wird dafür gebraucht, um die Stickoxide zu minimieren. Das heißt, ein bestimmter Teil der Abgase oder ein geringerer Teil der Abgase wird der Verbrennung nochmals zugeführt und das sogar dosiert. Das macht das AGR-Ventil. Das macht auf und zu und führt dann die Abgase der Verbrennung dosiert zu. Bei verschiedenen Fahrzeugen, zum Beispiel dieses Auto hier, ist noch ein Abgasrückführungskühler mit angeflanscht, um die Verbrennung noch kühler zu machen. Genau, also die Abgase werden, die hier reingehen, werden hier über einen Stellmotor, da innen drin ist ein Ventil, was auf und zu geht, und wird dosiert, wie Jürgen das gerade gesagt hat. Und dann wird es hier über diesen Abgaskühler, den wir jetzt mal gerade abschrauben. Achtung. So, das ist der Abgaskühler, da gehen die Abgase im Prinzip hier rein. Hier ist dieses Ventil da innen drin. Soll ich mal reinleuchten? Ja, leuchten mal rein. Vielleicht gucken, ob wir sehen können. Warte, so. Mal gucken. Dieses Ventil geht dann auf, die Abgase strömen hier lang, hier in den Kühler rein, gehen durch den Kühler durch, hier, rum, hier lang, hier wieder raus, gehen hier raus und dann direkt wieder direkt in den Brennraum rein. So, man muss sich vorstellen, dieser Abgaskühler, der wird gekühlt mit Frostschutz, also mit im Kühlsystem. Im Kühlsystem ist das drin und es kühlt das Wasser ist ja auch, naja, so um die 100 Grad heiß, die Abgase sind aber 800 Grad heiß und somit wird das einfach runtergekühlt. Das sind diese Anschlüsse da, ja? Genau, das ist der eine Anschluss für das Wasser, das wird durchspült hier. Und hier ist der andere Anschluss, hier kommt es, entweder geht es hier rein und da wieder raus. Ja, genau, hier durch die Leitung, ich weiß auch nicht, wie rum es jetzt geht, geht es dann da lang. Und hier und durch und hier wieder raus. Hier wieder raus. Dann haben wir jetzt hier noch so eine Klappe drin. Also pneumatisch ist sie gesteuert, diese Klappe. Wofür ist diese Klappe da? Warum geht der Hersteller hin und sagt, ich mache hier so eine Klappe zu im gewissen Moment? Wer weiß das? Du weißt es? Ja, na klar weißt du es. Ich würde es dir aber nicht sagen. Aber ich sage, in dem Moment, wenn der Wagen morgens kalt ist, wird hier diese Klappe zugemacht. Das heißt, die Abgase gehen nicht hier durch. Trotzdem wird die AGR-Rate erfüllt. Also das Abgasventil geht trotzdem auf und zu. Und das wird hier zugemacht. Die Abgase werden nicht so runtergekühlt. Und dadurch, dass sie nicht so runtergekühlt werden, ist die Verbrennung eben heißer. Und dadurch wird der Katalysator schneller warm. Und das ist eben ein Bestreben, dass der schnell in die Reduktion und in die Oxidation geht. Und wenn der Katalysator warm genug ist, dann geht die Klappe wieder auf. Und dann wird es wieder über den Abgaskühler läuft das ganze System und sorgt dafür, dass die Abgase gekühlt werden, Stickoxide minimiert werden. So, jetzt haben wir hier diesen Stellmotor angeschlossen. Ich habe es auch noch nicht auseinandergenommen, oder besser wir noch nicht. Wir wissen gar nicht, was genau passiert. Auf jeden Fall ist ja innen drin... Eigentlich muss sich da drin das Ding bewegen. Dieses Ventil muss auf und zu gehen. Der Motor hat gemeldet, das Ding ist kaputt. Ja, der hat irgendwie gemeldet, dass es nicht mehr funktioniert. Die Frage ist eben, warum. So, jetzt geht's. Guck mal. Das geht. Geht auf und zu. Was macht es da? Wir sehen es gar nicht. Nee, da kann man gar nichts sehen. Da kann man sehen, wie das Ding auf und zu geht. Also von der Funktion her ist es da. Ja, aber irgendein Effekt muss es haben. Aber trotzdem sagt es... Das Steuergerät sagt, dass das irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, weil hier innen drin, diese anderen drei Anschlüsse, die da drin sind, das ist ein sogenanntes Potentiometer. Und dieses Teil
sagt dann ganz klar, in welcher Stellung sitzt das Ventil. Und sehr wahrscheinlich... Wenn da zu viel Kohle drunter ist, dann kann es entweder nicht mehr ganz schließen, dann geht es zwar zu, aber es liegt auf der Kohle auf. Und das Poti sagt, pass auf, du bist noch nicht am Anschlag. Also... Genau. Haben wir einen Fehler. Genau, dann sagt es, es ist nicht am Anschlag, das heißt, es ist nicht richtig dicht und dann haben wir einen Fehler. Und wir gucken jetzt mal, ob das richtig dicht ist. Ah, guck mal, hier kann man den Mechanismus sehen. Ja, wie geil ist das denn? Guck mal. Ah, das Ding bewegt sich, macht eine Schneckenform. Ah, falsch rum? Falsch rum. Ey, wie geil. Und zieht das auf und zu. Ja, guck mal, das ist ja schon eine kräftige Mechanik. Ja, guck mal, was da für eine heftige Mechanik dazwischen ist. Ne? Dann so zieht es auf. Ganz einfach gemacht. Ja, aber jetzt stellt sich die Frage, schließt es richtig? Und was sagt das Poti dazu? Ne? Genau. Ah, guck mal hier. Wenn, da ist eigentlich der Anschlagpunkt dafür. Und wenn das Poti sagt, pass auf, es geht nicht bis dahin, ne, es kann nicht ganz schließen. Pass auf, was wir machen, wir schrauben das Ding jetzt mal auseinander und gucken mal, wie das hier mit dem Ventil arbeitet. Können wir mal sehen. Aber Jürgen, du vermutest, dass... Ich vermute, dass das Ventil, was eigentlich das Abgas regelt, dass das nicht ganz schließen kann. Dass es so verkokt ist, dass es nicht richtig schließen kann. Ja, das kann man sich auch vorstellen. Aber dann müssen wir doch theoretisch, wenn man so ein AGR-Ventil auseinanderbaut, wenn man das dann wieder zusammenschraubt... Ja, kommen wir da dran. Ja, dann müssen wir erst hier den Motor ausbauen. Ja, vielleicht kann man es reparieren. Ja. Aber pass auf, wir müssen den Motor... Ah, wenn wir es hier oben lösen, können wir den Motor verdrehen. Sehr wahrscheinlich. Kommen wir da dran. Oh, hier ist nur der Motor. Ah, jetzt können wir den aber weiter drehen. Oh, komm her, Junge. Da hat der sich drin ausgearbeitet. Der Stift ist rausgewandert. Komm mal, gucken. Hier, kannst du sehen. An der Stelle ist der Stift rausgewandert. Hier kann man schön sehen, der Stift... Der hier unten schleift auf dem Aluminium. Der gehört normalerweise bis hier oben durch, weil der hält das Röllchen da drin. Und ist klar, dann arbeitet dieser Stift, hängt sich dann fest, das Ventil kann nicht richtig schließen. Dadurch haben wir dort Abgase vorbeikommen, das meldet der Saugrohrdrucksensor, der sagt, der Saugrohr, normalerweise ist das Ding zu, der Saugrohrdruck muss so hoch sein, ist aber nicht, also hängt das AGR-Ventil und sagt, das Poti hier drin sagt, ich kann den Weg nicht machen, es hängt fest, ich kann den Weg nicht machen, da ist ein Fehler drin. Genau, jetzt brechen wir das hier einfach mal auseinander. Das mal und so sieht es von innen aus, oder was? Nee, noch nicht. Das ist doch schon ganz schön stabil, das Ding. Ja, jetzt kommen wir aber, glaube ich, ein Stückchen weiter. Immer noch nicht in den Drehbereich. Nee, aber können wir die Schraube hier rausnehmen? Ja, habe ich gerade versucht. Nee, nicht mit meinem kleinen Schraubenzieher. Ach Mann, du. Ey. Der mit seinem ich weiß gar nicht, wie viele kleine Schraubenzieher so der schon kaputt gemacht hat. Dann habe ich überhaupt gar nicht. Dann nimm deinen großen Schraubenzieher. Du brauchst nur mal, gehst du welche schießen auf dem Ja, habe ich ja. Deswegen habe ich die ja. Du hast keine. Geh du auf die Kirmes, die Dinger schießen. Immer mit dem sein. Ich habe ihn jetzt wieder. Ja, und gleich habe ich zwei Hälften. Mann. Dein kleiner Schraubenzieher. Ja. Können wir mal vielleicht, machst du mal einen Aufruf, dass sie über welche ein paar Schraubenzieher schicken? Schießen. Wir kommen da nicht raus. Aber pass auf, nicht, dass ich jetzt weh tue. Und wo ist dein Schraubenzieher, Jürgen? So, ja. Da okay, ist er. Okay, pass auf, dann tun wir die Schraube jetzt raus. So, und dreh sie doch raus. So, jetzt das haben wir in der Hand. Jetzt können wir da sehen, an dieser Stelle, wie dieser Stift gearbeitet hat. Ne? Da könnt ihr ganz genau sehen. Hat sie sich schön da eingearbeitet. Da. Ach so, mein Schraubenzieher schon wieder. Das ist Jürgens Schraubenzieher, ne? Auf jeden Fall an der Stelle hat sich das eingearbeitet. Und das ist. Und dann kann das Ding auch nicht arbeiten. Ah, da kannst du rumdrehen einmal. Ah, ja, guck hier. Ja. Da, und dann kann man sehen, ne, dieser Stift darf nicht so weit raus sein. Der muss ganz bis da drin sein. Und das ist das ganze Problem. Die Frage ist natürlich, das nächste AGR-Ventil, was hier liegt. So, drehen wir das mal zurück. Das nächste AGR. Komm schon, mal langsam. Hier, der Junge, drück das jetzt mal rein. Naja, geht nicht mehr richtig, ne? Zack. So, drin.
Das ist drin. Wenn wir das jetzt hier oben fixieren würden, da und da, aber dann ist es auch krumm, wenn es passiert. Kannst du das AGR hier wieder einbauen, ne? Ja. Ja. Auf jeden Fall ist das eindeutig der Fehler gewesen. Kann ja auch jeder sehen. Ist das ein typischer Fehler? Meistens geht es ja um Verkokung. Ganz ehrlich, wir haben, ja, normalerweise ist das Thema Verkokung. Müsst das auch ein wir haben richten. So ein Ding noch nie auseinandergenommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein typischer Fehler ist. Das nächste AGR-Ventil, was wir tauschen, nehme ich auf jeden Fall wieder auseinander, um zu gucken, ob es daran liegt oder ob es ein Problem von der Verkokung ist. Jetzt aber könntest du es den ganzen Weg wieder machen. Also ich kenne es nur so, dass es ein Problem mit Verkokung ist. Wir werden sehen, ob es typisch ist oder nicht. Das war erstmal was Neues.